Tim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkte er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Kaum glaubte der Baron, Tim Thaler endgültig in seiner Hand zu haben, war der Junge auch schon ausgerissen. Tim Thaler ist von zu Hause weggelaufen. Als blinder Passagier ist es ihm mit Hilfe der Nonne Agatha und dem Schiffskoch Heinrich gelungen, auf die geheimnisvolle Insel Aravanadi zu gelangen. Dort irgendwo hat der Baron sein Hauptquartier. Zuerst hat der Baron den 12-Jährigen nicht ernst genommen, aber dann musste er einsehen, dass er Tim unterschätzt hatte. Ja, er musste ihn sogar zum reichsten Jungen der Welt machen. Tim hatte darum gewettet. Doch diese Wette kam dem Baron gerade recht. Glaubte er doch, dass er Tim nun endgültig auf seiner Seite hatte. Doch der ganze Glanz und der Reichtum interessierte Tim wenig. Er wollte lediglich sein Lachen zurückhaben. Er hatte zwar sein Lachen verkauft, aber eine zweite Dummheit, nämlich sich selber an den Baron zu verkaufen, wie viele andere das getan hatten, wollte er nicht begehen. Kaum war die Gelegenheit günstig, entwischte Tim dem Baron. Das hätte nicht passieren dürfen, Anatole. Ich musste mich auf den Verkehr konzentrieren. In dieser Stadt fahren alle wie der Teufel. Anatole. Und was haben Sie unternommen? Er wird geholt. Von Leuten, die er nicht kennt. Sehr gut. Nichts wie Schwierigkeiten hat man mit dem Jungen. Die Presse wird über uns herfallen. Mangelnde Aufsichtspflicht. Reporter werden auf eigene Faust nach dem Jungen suchen. Und wenn sie ihn vor uns finden sollten, es ist nicht auszudenken. Auch das Böse kann sich keine schlechte Presse leisten. Warum geben wir nicht auf? Wir werden ein anderes Lachen finden. Und das wird einem Menschen gehören, der nicht so viel Schwierigkeiten macht wie dieser Tim Thaler. Nein. Nein, Anatole, der Junge hat Fantasie. Das ist etwas, was man heutzutage bei Menschen recht selten findet. Tim Thaler hat Witz. Und ist gerade dabei, uns auszutricksen. Toll. Hierher. Du bist ja gar nicht außer Atem. Was ist los? Na komm, komm erst mal mit. Stell dir mal vor, ich habe einen Job angenommen an Land. Als Koch. Eine Schiffsratte an Land. Kannst du dir sowas vorstellen? So, mein Junge, hier ist mein neues Schiff. Haha, liegt ein bisschen auf dem Trockendock, aber gutes Essen gibt's hier. Na, dann komm mal rein. Du lass dir das mal schmecken. Wo ist denn die Wonne? Ach, die ist schon längst ausgelaufen. Wo ist Schwester Agatha? Der würde ich an deiner Stelle nicht mehr im Mondschein begegnen. Die hat eine Stinkwut auf dich. Sie wollte sogar abreisen. Naja, ist ja geblieben. Und unten im Hafen, in der kleinen Pension. Ein bisschen Zitrone. Komm gleich wieder, ich hol mir nur ein bisschen Medizin, ja? Hm.
Moment. Na komm, ich glaube, diesen Job hier bin ich los. Und wir beide sitzen ganz schön in der Scheiße. Patsche. Du sagst es. Und zwar bis hierhin. Jefe, el niño se me ha vuelto a escapar. Sí, se me escapó. Warum? Es ist nicht zu glauben. Der Junge hat einen Helfer gefunden. Bitte, warum? Wir werden unsere Strategie ändern, Anatole. Sonst bestimmt der Bengel die Regeln, den Wagen. Jawohl, Herr Baron. Baron, wo ist Ihr kleiner Schützling? Er nimmt gerade seine erste Englischstunde, Milady. Beautiful. Wenn ihr große Fortschritte machen, ich stelle mir gern zur Konversation zur Verfügung. Certain, he will be very pleased. Sag mal, wie stellst du dir eigentlich eine Zukunft ohne Lachen vor? Naja, du weißt doch, dass ich gehört habe, was der Abbé zu Schwester Agatha gesagt hat. Und dass du wahrscheinlich dein Lachen an den Teufel verkauft hast und dass du nicht darüber sprechen darfst. Naja, du hast ja nicht drüber gesprochen. Aber eins sage ich dir, Schwester Agatha und ich werden alles tun, damit du dein Lachen zurückgewinnst. Nein, nein, das bricht doch den Vertrag. Tim, so warte doch. Oh. Es ist alles in Ordnung, Anatole. Wir fahren zurück zum Hotel. Ist der Baron in seinem Zimmer? Nein, der Baron ist nicht da. Dann warte ich da hinten auf ihn. Do. It's awfully nice. The Baron tells me you are having lessons in our wonderful English language. It is very necessary all over the world to speak English, even the Hottentots. Will you excuse us, please, milady? War ein wunderschöner Stadtbummel, Herr Baron. Müssen Sie auch mal machen. Ich weiß nicht. Mach dich. Wir müssen es wirklich aufbrechen. Würde ich in Fesseln legen, von mindestens 4 kräftigen Männern bewachen lassen. Ihre Methoden sind zu grob, Anatole. Vertrauen ist die sicherste Fessel. Jungen in seinem Alter haben von Zeit zu Zeit den unwiderstehlichen Drang nach Abenteuer. Da es aber in dieser Welt leider keine richtigen Abenteuer mehr gibt, kommen sie alle doppelt gefügig zurück. Thank you.
Anatol meint, dass du davonlaufen wolltest. Unzufrieden. Wirklich so schwer. Ohne Lachen. Das ist ein blödes Gefühl. Nein, es tut richtig weh, wenn man nicht lachen kann. Ich sehe was Komisches oder erlebe was Lustiges und möchte lachen, aber ich kann nicht. Kein Schmerz, aber sowas Ähnliches. Dafür bist du reichlich entschädigt worden. Wenn du willst, liegt dir eine Welt zu Füßen. Einen Vorgeschmack hast du schon bekommen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie richtig lügen. Das tue ich dir. Man nennt das Höflichkeit.